Wasser bitte in die Ambulanz. Auf der Intensivstation wird die diensthabende Ärztin Miriam Dietz zu einem neuen Patienten gerufen. Der 36-jährige Felix wurde bei einem Autounfall schwer verletzt. Seine Freundin Marie ist sicher, dass sie schuld an dem Unglück ist und macht sich große Vorwürfe. Der Patient hat einen schweren Verkehrsunfall erlitten, ja, ist unten schon entsprechend versorgt worden, intubiert und beatmet. Wir haben ihn jetzt schon in der Radiologie gehabt. Es ist ein CT des Schädels gemacht worden und auch Beckenübersichtsaufnahme gemacht worden. Okay. Wir können uns das gleich mal anschauen. Okay, war er initial ansprechbar? Absolut nicht ansprechbar. Schweren Verkehrsunfall gehabt. Ursache ist völlig unklar. Okay. Also da müssen wir mal gucken, was da los ist. Ne? Okay, ja? Gut. Können Sie mir irgendwas sagen? Was? Noch nicht. Ich habe ihn ja gerade erst das erste Mal gesehen. Aber ich verschaffe mir einen Überblick und dann sprechen wir darüber, okay? Ich hoffe, das mal hier stehen. Wird er wieder gesund? Was meinst du? Ja, ich hoffe schon, dass das. Wir müssen erst mal schauen, was er jetzt konkret einen für Moment, Sachen bitte. Hat. Ne? Ja? Sind die Bilder da? Sind die Bilder da? Ich muss mal gucken, das muss das sein. Ja. Genau. Entschuldigung. Kein Problem. Haben wir einmal das Becken? Naja. Ja. Okay. Gut, das sieht nach einer Beckenringfraktur aus. Aber zum Glück. Sieht stabil Grad A aus. Hätte schlimmer sein können. Ich denke, das kann man gut konservativ versorgen. Ja. Müssen wir den, den Chirurgen noch mal drauf gucken lassen? Ja, würde ich auf jeden Fall machen. Ah, guck mal hier. Hier, der hat eine interkranielle Blutung. Mhm. Ne? Das muss sofort versorgt werden, ne? Ja. Bevor es dann zum Hirndruck kommt und so weiter. Genau, den Patienten nicht, rufst du bitte im OP an. Die sollen sofort im OP machen, die Neurochirurgen anrufen. Das muss sofort gemacht werden. Die sollen mich anrufen, ja? Ja. Im CT-Scan zeigte sich, dass er eine stabile Beckenringfraktur hatte. Was aber viel bedeutsamer für uns war, war sein Epiduralhämatom, was die Situation dann lebensbedrohlich gemacht hat. Hi, ja, ich bin's Miriam. Wir kommen jetzt mit dem Patienten runter, ja? Einen Moment. Wir müssen jetzt leider mit ihm in den OP. In den OP? Kannst du ihn bitte, bitte übernehmen? Was passiert denn da? Was wird da gemacht? Genau. Ganz ruhig jetzt erstmal, ne? Jetzt muss er erstmal direkt operiert werden. Ganz ruhig, ganz ruhig. Das ist alles meine Schuld. Nein, alles gut. Aber der ist jetzt in super Händen. Der muss jetzt halt ganz ruhig. Bleiben Sie mal stehen, ne? Ganz, ganz ruhig. Ganz ruhig. Geht das bei Ihnen? Ganz ruhig. Sie können jetzt leider erstmal nicht mit, ne? Die müssen jetzt erst versorgen. Wird er wieder gesund? Ja, bestimmt. Geht das? Ich glaube, Sie müssen sich mal hinsetzen. Kommen Sie mal mit. Versuchen Sie ruhig zu bleiben, ne? Das bringt nichts, wenn Sie jetzt auch nervös sind. Setz dich mal hin. Wie ist Ihr Name denn nochmal? Marie Ammer. Möchten Sie was trinken? Ja. Ja. Als Herr Kufner zu uns auf Station kam, war die Situation vollkommen durcheinander. Die Ärzte mussten halt sehr schnell handeln, weil der Patient so schnell wie möglich in den OP musste, weil der Befund dann doch so dramatisch war. Seine Freundin hingegen stand wie verloren auf der Station rum. Und ja, ich wollte sie da nicht so stehen lassen. Deswegen habe ich sie halt mit in unser Schwesternzimmer genommen, was normal eigentlich nicht so üblich ist. Ja, und was sie mir da erzählte, das war dann doch sehr bewegend. Wir haben uns heute fürchterlich gestritten. Zum ersten Mal in 4 Monaten. Wir sind seit 4 Monaten zusammen. Wir haben uns total gestritten und dann ist er super wütend raus und hat die Tür geknallt und ist ins Auto rein und weg. Da können Sie doch nichts dafür. Es ist doch nicht, man streitet sich da schon mal, das ist doch normal. Ich habe ihm heute gesagt, dass ich verheiratet bin. Ach so. Okay. Und Sie sind noch mit Ihrem Mann zusammen, das ist dann... Nein. Ach so, okay. Nein, wir sind seit einem Jahr getrennt, aber ja, er wusste es nicht. Und ich habe ihn angelogen 4 Monate lang. Ich habe es ihm erst heute gesagt. Und dann war er so wütend und dann ist er raus und ist mit quietschenden Reifen weggefahren. Jetzt bin ich schuld am Unfall. Sie sind doch nicht schuld an dem Unfall, das passiert. Sie müssen jetzt versuchen, ruhig zu bleiben. Er wird ja hier super versorgt. Wir kümmern uns ja um ihn. Er hat immer gesagt, eine verheiratete Frau, das geht gar nicht. Also, wir waren halt frisch zusammen, dann waren wir auf einer Party und dann war da irgendwie so ein Mädel und er kannte sie auch. Und dann habe ich gedacht, sie wäre doch eigentlich viel mehr sein Beuteschema als ich. Und dann habe ich ihn halt gefragt, wäre das nicht viel eher halt eine Freundin für dich als ich? Und hat er gesagt, nein, und geht auf gar keinen Fall. Und die war schon verheiratet. Und ja, er hat immer gesagt, das macht man nur einmal im Leben und nur mit der Frau, die man liebt. Und, ach so, und deswegen haben sie die ganze Zeit nichts gesagt. Ja, klar. Ich habe mich nicht getraut. Ich habe gedacht, dann mache ich es kaputt. Und ja, jetzt habe ich es ja kaputt gemacht. Ich meine,
Jetzt müssen Sie versuchen, ruhig zu bleiben. Sie können die ganze Zeit jetzt auch hier bei uns auf Station bleiben. Und sobald er wieder zurückkommt vom OP, kommt er auch zu uns, wenn er aus dem Aufwachraum rauskommt. Ne? Und dann sind Sie auch direkt dabei. Da können Sie jetzt nichts für. Das ist passiert. Das war wirklich unglücklich, dass Sie sich ja noch vorher so gestritten haben. Ich habe ihn gar nicht verdient. Ach, stimmt. Was Sie sich hier für Sorgen um ihn machen. Marie hat Angst, dass Felix ihr nicht verzeiht und seine Verletzungen verheerende Folgen haben. Die Gehirnblutung konnte inzwischen gestoppt werden. Doch er liegt immer noch in einem künstlichen Koma. Auch 3 Tage später hat sich sein Zustand offenbar noch nicht gebessert. Also es geht ihm soweit gut, aber er muss auf jeden Fall noch weiter intubiert bleiben. Die Werte sind alle stabil und es ist halt alles was schwierig. Ne? Aber sonst, er macht sich. Also auf jeden Fall braucht er jetzt noch ein paar Tage Ruhe. Dass wir alles das so lassen, wie es ist. Hallo zusammen. Hallo. Ich bin auf dem Weg zu Frau Lück. Ich werde mich mal ein bisschen um ihre Haare kümmern. Ja, die wartet schon auf dich. Wollte die freut ich gerade sich. Sagen. Ja, dann. Die sehnsüchtig erwarten. Deswegen, falls mich wer sucht. Viel Spaß. Bis später. Ja. Kann ich denn irgendwas tun? Also ich habe mir extra Urlaub genommen. Irgendwie. Ja, sicher. Wir können auch gerne mal zu ihm gehen. Ja? Gehen wir mal geht rein. Das? Ja klar, auf jeden Fall. Oh, kommen Sie mit. Einfach mal gerade die Hände desinfizieren und dann. Sieht natürlich echt ein bisschen. Komm so ruhig rein. Ne? Gehen Sie ruhig ran. Ist natürlich echt schwer, wenn man das erste Mal so sieht. Ne? Aber er spürt mit Sicherheit, dass Sie da sind. Ja. Und genau, das tut ihm mit Sicherheit auch gut. Das ist echt komisch, so zu sehen alles. Ne? Was ist das hier? Das ist die ganze Beatmung, die er jetzt hat. Ne? Darüber bekommt er jetzt den Sauerstoff. Da über dem Monitor sehen wir die ganzen Vitalwerte. Ne? Und ist das normal? Das ist alles normal. Also, er ist halt wirklich, wie gesagt, in einem künstlichen Koma versetzt. Ne? Was wir haben so ein Tagebuch, das kann ich immer holen. Wir führen bei Patienten immer ein Koma-Tagebuch. Das ist halt einfach wichtig, weil oft Tage oder Wochen vergehen, wo sie von ihrer Umwelt einfach nichts mitbekommen. Wir als Pflegepersonal tragen da was ein, aber uns ist es auch ganz wichtig, dass die Angehörigen da etwas eintragen. Und haben Sie keine Angst, ihn auch anzufassen, zu beruhigen? Er merkt das und das ist auch wirklich wichtig für ihn. Okay. Na? Nicole, ja. Hast du ganz kurz Zeit? Ja. Für mich? Ja, alles klar. Wir sind hier vorne. Wenn irgendwas ist, setzen Sie sich hin. Wir sind direkt hier vorne. Dankeschön. Ne? Bitte schön. Nicole, du musst mir unbedingt helfen. Weißt du, ich bin ja eben bei Frau Lück gewesen. Und ich habe hier ein bisschen Trockenshampoo in die Haare getan. Und jetzt hat sie so einen Ausschlag. Ich weiß nicht, ob es eine Allergie ist oder so etwas. Ich schwöre, ich hab nur ein bisschen Trockenshampoo. Kein Problem. Rein. Ja, wir gehen mal und gucken. Sie hat jetzt so einen Ausschlag. Gar kein Problem. Alles gut, wir gucken einfach mal. Klinikfriseur Paul fürchtet, dass er für den Ausschlag von Patientin Ramona verantwortlich ist. Stationsärztin Miriam Dietz soll die Verkäuferin genau untersuchen. Die Medizinerin hat schnell eine Vermutung, was der 59-Jährigen fehlt. Hatten Sie sowas schon mal in Ihrem Leben? Nein, ich kenne das. Was ist das denn? Sieht aus wie Schuppenflechte. Schuppenflechte? Ja. Gut, was kann ich das da müssen machen? Sie aber auch schon seit ein paar Stunden haben, also schon länger. Das kann jetzt nicht erst jetzt gekommen. Hast du es nicht gesehen? Also nicht an mir, oder? Nee. Oh Gott sei Dank. Ist dir nicht aufgefallen? Also, ich habe das nicht so richtig gemacht. Ich merke nur, dass das juckt. Ich habe ja keinen. Bitte nicht dran gehen. Das wird dann immer schlimmer. Wir machen Ihnen gleich eine Salbe drauf, okay? Okay. Ist auch gar nicht, also ist nicht schlimm. Vor allem ist es keine schlimme Reaktion. Ne? Also Schuppenflechte gibt es in schlimmeren Ausführungen. Ja, was muss ich dann machen? Nur eincremen. Schuppenflechte ist eine Hauterkrankung. Dabei kommt es zu weißlichen Plaques, die sich auf roter Haut ablagern. Die Haut ist gereizt, sie juckt den Patienten oftmals. Die Herkunft, also Entstehung, ist etwas komplizierter. Es kann genetische Faktoren haben, sowie durch innere und äußere Einflüsse auch angetriggert werden. Jetzt bei Frau Lück war es wahrscheinlich durch den vielen Stress, den langen Krankenhausaufenthalt und die lange Krankheit bedingt. Die Patientin wird ihre Schuppenflechte mit einer Creme in den Griff bekommen. Im Fall des verunglückten Autofahrers gibt es eine Woche später gute Nachrichten für Freundin Marie. Die Ärzte konnten Felix ausgerechnet an seinem Geburtstag aus dem künstlichen Koma holen. So, das Geburtstagskind. Hallo. Hier kommt eine Überraschung für Sie. Alles Gute zum Geburtstag. Ich nehme mal gerade die Sachen auf Seite. Ne? Das hängen wir mal auf die Seite hier. Wie geht's dir? Ich bin noch nicht so fit. Sag mal, was habe ich jetzt eigentlich die ganze Zeit verpasst, als ich im Koma lag? Guck mal, das ist Koma-Tagebuch. Genau. Ja. Da haben wir alle reingeschrieben. Also
die Schwestern und ich habe auch was reingeschrieben. Guck mal. Marie hat sich in den schweren Zeiten liebevoll um Felix gekümmert und liest ihm die berührenden Einträge aus seinem Koma-Tagebuch vor. Doch die glückliche Stimmung droht zu kippen, als sie ihn auf ihr folgenschweres Geständnis vor dem Unfall anspricht. Kannst du dich denn an irgendwas erinnern vorher? Nee, gar nicht. An den Unfall? Nee, überhaupt nicht. Ich hab alles komplett weg. Und an die Situation vor dem Unfall? Was für eine Situation vor dem Unfall? Was ist los? Ich bin verheiratet. Du bist was? Mit wem? Hä? Ich bin verheiratet. Felix, sei mal ruhig. Kannst du bitte rausgehen, bitte? Geh bitte, geh raus. Gehen Sie mal ganz kurz raus. Ganz kurz. Warten Sie einfach vor der Tür, ich komme. Die gelernte Erzieherin hat bereits damit gerechnet, dass Felix ihr die verschwiegene Ehe offenbar nicht verzeihen kann. Doch Schwester Nicole redet dem Patienten unter vier Augen ins Gewissen. Ich bin halt der Meinung, man heiratet nur einmal im Leben und dann sollte es halt jemand Besonderes sein. Ich kann das absolut nachvollziehen, ne? Aber diese Frau scheint sie wirklich zu lieben. Sie war jeden Tag bei ihnen. Die hat ja jeden Tag bei ihnen am Bett gesessen und hat alles für sie getan. Ja, ich sehe es ja, aber wenn sie mich jetzt schon so anlügt, das ist ja auch eine große Lüge. Das hat ja auch einen Grund, warum sie das gemacht hat, ne? Aber ich kann als Außenstehende wirklich sagen, dass diese Frau sie liebt. Das würde sonst keiner für sie so tun. Also, das macht keiner. Die war für sie da, wo es ihnen nicht gut geht. Ja, ich sehe es ja auch. Ich sehe es ja auch, dass sie sich halt sich total bemüht und... Nicht nur bemüht, das ist mehr. Definitiv. Schwester Nicole konnte dem 36-Jährigen klarmachen, wie sehr Marie ihn liebt. Noch am Krankenbett spricht sich das Paar aus und versöhnt sich. Nun warten alle auf Miriam Dietz, die aufklären wird, ob Felix bald wieder gesund wird. Jetzt müssen wir nur gucken, dass du schnell aus dem Krankenhaus rauskommst. Ne? Ja, ich möchte hier nicht alt werden. Hallo, Herr Kufner. Na? Wie geht's Ihnen? Den Umständen entsprechend, das pure Leben halt. Ich habe Geburtstag heute, möchten Sie... Oh, herzlichen Glückwunsch! Wenn Herr Kufner sich weiterhin so gut entwickelt und sein Gesundheitszustand stabil bleibt, werden wir ihn in den nächsten Tagen auf Normalstation verlegen und dann nach dem Verlauf urteilen, wann wir ihn entlassen können. Ich schätze aber, dass er noch gut 2 Wochen bei uns bleiben wird. Wenn irgendwas ist, Ihnen was auffallen sollte, Ihnen wird schwindelig, Sie kriegen Kopfschmerzen, irgendwas, dann sagen Sie Bescheid, ja? Ich glaube nicht, weil Sie kriegen auch noch Schmerzmittel von uns. Aber wenn irgendwas ist, sagen Sie direkt Bescheid, ja? Aber die Schwestern sind ja auch immer hier und haben Sie im Auge. Die Beckenfraktur von Herr Kufner war zum Glück nicht behandlungsbedürftig. Er wird sich jetzt noch ein bisschen schonen müssen. Und im weiteren Verlauf wird ihn dann ambulant auch ein Orthopäde weiter betreuen. Felix hat sich vom Koma gut erholt und durch die Hirnblutung keine Folgeschäden erlitten. Dank einer Physiotherapie ist er schnell wieder auf die Beine gekommen. 6 Monate später hat Felix seiner Freundin Marie einen Heiratsantrag gemacht.